Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Und heute mit Folge 8 von Reddit die Queens. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das war für mich persönlich doch wirklich die langweiligste Folge. Ich habe gesucht und ein bisschen auch was gefunden, um euch zumindest ein paar Trash-Highlights zu zeigen. Diesmal war Tatsache nicht allzu viel dabei, aber ihr könnt selbstverständlich auch bei den Kollegen, die über dieses Format berichten, Onion Doc oder Mr. Trash TV, mal vorbeischauen. Auch die sprechen über Reality Queens und vielleicht findet ihr dort auch einzelne Szenen, die ich euch nicht gezeigt habe. Auf jeden Fall werden wir heute über Folge 8 sprechen und wenn ihr nichts mehr von Reality Queens verpassen wollt, dann wird euch herzlich eingeladen, euch dieser mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit diesem Video. Ah ja, ich habe das schon in dem Video gesagt. Also Folge 8 war für mich persönlich jetzt wirklich die langweiligste. Wir erinnern uns, Folge 7 endete ja quasi mit der offenen Nominierung, wer jetzt rausziehen muss. Und da habe ich für euch noch schnell aufgeschrieben. Jetzt am Anfang Folge 8 wurde nämlich dann relativ schnell innerhalb von 7 Minuten abgefrühstückt, wer rausfliegt. Und zwar hat Sandra Malisa nominiert, Theresia Emmy, Malisa Patricia, Jasmin hat Emmy nominiert, Vanessa Malisa, Emmy Jolina, Patricia Malisa, Jolina Emmy. Und damit war denn dann relativ schnell klar, Malisa muss raus mit 3 Stimmen und Emmy muss raus mit 3 Stimmen. Bei Emmy hat es mir weniger leid getan, weil sie nicht allzu überzeugt hat mit ihrem ständigen Rumgejaule. Aber bei Malisa hat es mir persönlich dann doch ein bisschen leid getan. Und auch Malisa war ein bisschen überrascht, weil sie hier auch von Busenfreundin Sandra nominiert wurde. Gut, so busenfreundlich sind sie eigentlich gar nicht, aber trotzdem hat sie das sehr gewundert und auch mit Vanessa ist sie nicht so zufrieden. Wir hören mal rein, als Malisa erfuhr, dass sie gehen muss. Das verteile ich genug. Tschüss. Ja, natürlich bin ich super traurig, dass ich jetzt quasi das Abenteuer Reality Queens verlassen muss und nicht mehr weiter erleben darf. Und das Einzige, was mich halt extremst hart persönlich enttäuscht, ist Sandras Nominierung. Denn damit hätte ich niemals gerechnet, weil sie eigentlich eine meiner Bezugspersonen war. Ich glaube, dass Malisa viel zu gutgläubig in diese Formate oder in dieses Format reingeht, dass sie wirklich immer denkt, dass die ganzen anderen Menschen dort drin nicht auch strategisch spielen. Die spielen alle strategisch und Malisa war jetzt mal für Vanessa ein Problem. Das ist so. Meinst du, die ist jetzt doll sauer auf dich? Ja, klar. Aber wart ihr richtig befreundet vorher oder was? Nein. Das enttäuscht mich natürlich richtig und ja. Sie hat mir halt ein Messer in den Rücken gerammt. Das zeigt dann halt auch ihren wahren Charakter leider. Ach, diese Messer in den Rücken, Sätze sind genauso toll wie die Masken wären fallen. Da freue ich mich ja drüber. Damit seid ihr wieder zwei weniger und ihr seid die letzten 6 Queens. Herzlichen Glückwunsch und wir sehen uns in Rededotti wieder. Was? Ach, viel Spaß euch! Rededotti? What is Rededotti? Auf der einen Seite bin ich erleichtert. Ach, einfach kein Dschungel mehr, kein Dreck. Einfach alles wieder zurück, was ich in meinem Leben so vermisse. Auf der anderen Seite bin ich geärgert darüber, so kurz vorm Finale rausgeflogen zu sein. Ich bin stolz, bis hierher gekommen zu sein. Ich finde es bei Emmy auf der einen Seite schade, weil ich schon den Eindruck hatte, dass wir sie so ein bisschen von einer anderen Art kennenlernen, ja. Auf der anderen Seite hat sie mich halt dann wirklich auch ab Folge 4, 5 angefangen zu nerven. Ihre Art war das, was mich hier weniger gestört hat, sondern das, was RTL daraus gemacht hat. RTL hat halt immer wieder diese Szenen mit ihr zusammengeschnitten, wo sie halt rumgemotzt hat. Im Übrigen könnt ihr natürlich auch die gesamte Folge von Reality Queens, die unter dem Video verlinkt in der Infobox, euch anschauen, mit dem entsprechenden RTL Plus-Zugang. Gut, gehen wir mal weiter, denn nach dem Auszug von Malisa und Emmy folgte ein Spiel, was ich persönlich. Oh, ich weiß auch nicht, ihr merkt, bei dieser Folge bin ich echt anti, ja. In diesem Spiel ging es darum, die Fäkalien von Tieren zu erriechen. Also die Kackhaufen zu erriechen. Es ist wirklich so gewesen. Ich habe auch zuerst gedacht, weil es Tiercode hieß, das Spielcode wie CODE, wie der Code, wie das Passwort. Aber nee, es ging wirklich darum, Tiere anhand ihres, ja, anhand ihrer Kacke zu riechen. Und entsprechend überrascht waren auch unsere Queens, als sie davon erfahren haben, dass sie jetzt mal schnüffeln müssen. Wir gucken mal rein. Und ja, buchstäblich ein Haufen Scheiße vor euch.
Was denkt ihr euch hier für Sachen aus, sag mal? Scheiße? Genauer gesagt, 6 Haufen von 6 verschiedenen Tieren Surinams. Außerdem stehen hier dort drüben die entsprechenden Namen der Tiere. Die Produzenten der Portionen sind liebevoll auf eigenen Schildern verewigt. Das Tapir, das Ocelot, die Königsboa, den. Also unabhängig davon, dass ich wirklich ein großer Tierfreund bin, weiß ich wirklich nicht, wie es aussieht, was bei denen, also ich weiß schon, wie es aussieht, aber ich könnte es auch nicht zuordnen, welcher Haufen vom Tapir ist oder so. Und entsprechend könnt ihr euch ja vorstellen, dass dieses Spiel dann doch bei einigen für Genusskrämpfe sorgte, so möchte ich es mal formulieren. Und auch Jolina hatte große Schwierigkeiten bei diesem Spiel, die hatte dann nicht so einen Bock drauf. Da war Patricia tatsächlich ein bisschen mehr motiviert, ein bisschen dran zu schnüffeln. Wir gucken mal rein. Haufen aufzudecken. Und im besten Fall. Geil. Ja, das ist ja auch tot, was da rauskommt. Welcher Mensch riecht gerne an Scheiße? Ich finde das ekelhaft. Immerhin ist alles Bio. Aber wo ist die Begründung jetzt hier hinter? Es gibt keine Begründung. Ja, aber können wir uns da nicht alle einigen, noch solange es geht? Ich kenne halt eine Art Scheiße, aber so verschiedene Arten von Scheiße, das habe ich noch nie verglichen. Das muss ich jetzt sagen. Pass auf deine Haare. Oh! Das ist ja ganz gefährlich und der bleibt. Ich habe immer so gemacht. Riechen, riechen. Ja, aber man muss dann schon sich überwinden, wenn man sowas macht, auch mit der Scheiße sogar auch Kontakt aufnehmen. Ich glaube, der Affe macht bitte das als Affe. Es ist wirklich so eine bizarre Situation. Patricia, die das schon fast genießt, und Vanessa, die nur am Motzen ist, und Sandra, die da die ganze Zeit daneben steht, sich die Nase zuhält. Wirklich, also dieses Bild war ein solches Trash-Highlight, wie wir es schon lange nicht mehr erlebt haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Vanessa so anstrengend. Dieses ständige Gemeckere von ihr. Wirklich, es war wirklich, wirklich anstrengend. Ich löse es schon auf, wer dieses Spiel gewonnen hat, denn ich denke mal, das wollen wir jetzt hier nicht in aller Ausführlichkeit sehen. Und zwar Team Grün, also das Team von Patricia, Vanessa und Sandra, hat gewonnen und es wurden wieder 4.000 Euro auf ihr Konto gutgeschrieben. Und Tatsache sind diesmal alle ins Luxus-Camp gekommen, denn es scheint wohl die vorletzte Folge zu sein. Und der Kontostand von Team Grün ist jetzt bei 16.000 Euro und bei Team Pink bei 15.000 Euro. 1.000 Euro weniger, weil sie quasi einmal diese Cocktailparty hatten. Ich weiß nicht, ob ich euch das im letzten Video gezeigt habe. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich jetzt lange nichts Spannendes für euch gefunden habe. Erst als es ja eine Überraschung für unsere Queens gab. Denn es gab, ihr kennt das auch aus dem Dschungelcamp, Post von zu Hause. Und da habe ich für euch auch einige Szenen eingefangen, was ich wirklich interessant fand. Wir gehen jetzt nicht alle 6 Botschaften durch, aber wir gehen zumindest mal die Botschaft durch, beziehungsweise wie es für sie war, als die Post kam. Wir gucken mal rein. Was ist das denn? Hier. Oh mein Gott. Cool. Ich habe Angst. Nachrichten kommen. Es gibt Post von zu Hause. Ich hatte eher Angst, dass auf diesem iPad Philipp eine Videobotschaft schickt. Bitte wählt euren nächsten Exit oder so. Ich dachte, was ist jetzt denn hier los? Oh Gott, mir wird schnell. Oh Gott. Liebe Queens, die letzten Wochen waren sicher nicht einfach für euch. Der Dschungel hat euch einiges abverlangt. Ihr habt geschwitzt, geweint, gekämpft und habt es am Ende unter die Top 6 geschafft. Ja, schon krass, ne? Also 6 sind noch übrig. Theresia, Jolina, Jasmin, Sandra, Vanessa und Patricia. Das sind die 6 Damen, die noch übrig geblieben sind von einer doch echt großen Runde. Das muss man schon sagen. Und Respekt, dass sie so lange durchgehalten haben. Das war auf jeden Fall kein leichtes. Das ist schon so. Ich muss sagen, ich bin schon sehr stolz auf mich, dass ich das auch hier durchziehe. Noch nicht abgebrochen habe und so kurz eigentlich vorm Finale stehe. Und ich doch jetzt gerne schon gewinnen würde, muss ich auch zugeben. Das ist das erste Mal, dass ich das sage. Ich glaube selber nicht. Dafür habt ihr euch eine kleine Belohnung verdient. Na. Oh mein Gott, jetzt bin ich aufgeregt. Ja, ich auch. Jetzt kommt das. Oh Gott. Ja, wen ist das? Jolina. Das ist jetzt für Jolina. Wir müssen ganz leise sein. Ganz leise, das ist... Die Queens bekommen jetzt Videobotschaften. Bei Jolina in der Videobotschaft, kann ich euch schon verraten, es sind sämtliche Büchners vertreten. Die Zwillinge, ihr wisst, ich zeige keine Kinder auf meinem Kanal, die werden bei mir verpixelt. Also ich habe sie verpixelt, wundert euch darüber nicht, aber wir hören trotzdem mal rein. Wir hören keinen, oh Gott. Oh nein! Oh Gott, ich wusste, dass was kommt. Hallo Jolina! Hallo Jolina!
Wir sind unfassbar stolz auf dich. Vermisst ihr Joey? Ja. Was muss sie? Gewinnen. 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 Und das ganz alleine, Schatz. Ich hoffe, du hast der einen oder anderen einen Tritt in den Hintern gegeben, dass sie bis nach Mexiko fliegen. Genau, was sagst du, Jada? Sie soll sich bloß nicht sagen. Was sagt ihr, Zwillinge? Schafft sie das? Ja! Wir haben dich ganz doll lieb. Wir glauben an dich. Tschüss. Oh, oh mein süß. Oh nein. Oh Gott. Ja, aber ich finde das total schön, dass Julina Emotionen zeigt, dass Julina weinen kann, dass Julina das nahe geht. Das sind einfach neue Gesichtspunkte von ihr, die wir noch nicht gesehen haben. Wir haben sie ja wirklich so mehr kratzbürstig und ein bisschen empfindlicher, lauter die ganze Zeit wahrgenommen. Aber nein, hier sehen wir sie jetzt wirklich mal emotional, sensibel, sie weint. Und das sind alles ganz, ganz schöne Gefühle, die sie hier zeigt. Und da möchte ich mich auch wirklich bedanken bei Reality Queens, dass wir auch eine Julina mal so sehen können. Und das fand ich schön. Und deswegen würde ich sagen, wir springen jetzt mal gleich auf die nächste Botschaft. Denn auch Alex Petrovic, man kennt ihn, hat sich auch geäußert. Und das ist die andere Botschaft, die ich euch auch zeigen möchte. Denn er hat Vanessa liebe Grüße zukommen lassen. Und da hören wir mal rein, was Alex Vanessa zu sagen hat. Oh. No. Oh. Ich halte schon mal. Oh nein. Oh. Gar nicht. Hey Babe, du bist so eine unfassbare Powerfrau. Du bist seit 3 Wochen im Regenwald und kämpfst dich dadurch. Du bist so kurz vorm Finale und du wirst das Ding rocken. Ich glaube ganz fest an dich. Ich habe mich sehr gewundert, dass Alex hier nicht das Nasenpflaster getragen hat, um irgendwie Werbung für sein Nasenpflaster zu machen, was es schon seit 30 Jahren eigentlich gibt. Aber gut. Ich bete jeden Abend für dich, dass du gesund und munter nach Hause kommst. Und dann werde ich dich umarmen und nie wieder loslassen, weil du bist die Frau meines Lebens. Durch diese Distanz habe ich nochmal gemerkt, wie sehr ich dich liebe und wie sehr ich dich vermisse. Ich möchte dir Geborgenheit schenken, ich möchte dich spüren, ich möchte an deiner Kopfhaut riechen. Und ich möchte jeden Abend mit dir schlafen gehen und mit dir morgens aufstehen. Komm schnell nach Hause, damit wir unsere Lebensziele hier erreichen können, weil du bist die Partnerin meines Lebens und ich liebe dich von ganzem Herzen. Oh. Bon Tippi Bommeier. Bis bald. Oh. Oh. Süß. Partnerin deines Herzens, so süß. Ja, das war schon süß. Jetzt kennt man ja auch die Geschichte von Alex und Vanessa und da können wir mal hoffen, dass Alex und Vanessa nicht irgendwann in so ein Dating-Format gehen, wo man wieder die Treue testet. Ja, das wäre sehr blöd. Nein, Alex hat ja erzählt, dass Vanessa ja die einzig wahre ist und das können wir ja so glauben. Nun gibt es eine kurze kleine Lästereinheit zwischen natürlich Vanessa und Patricia, die sich so ein bisschen, ja, sagen wir mal, unterhalten haben über die anderen. Es ist keine große Geschichte, es ist auch jetzt kurz vorm Ende, als es jetzt so langsam Richtung Finale geht. Sie sind ja alle jetzt zusammen. Wir hören mal rein, was so Vanessa und Patricia zu erzählen haben. So, Frühstück ist fertig. Die beiden haben erst was zu besprechen, denn von der gestrigen Idylle ist nicht mehr viel übrig. Patricia, mir ist halt hier aufgefallen, dass jetzt gerade so auf den letzten Metern zum Finale hier auf einmal so ein paar Leute sich so ganz anders verhalten als halt vorher. Bei mir, also mir ist es doll aufgefallen bei der Sandra. Sie war ja sonst wirklich schon so, dass sie sich immer bei uns in der Gruppe sehr, sehr abgespalten hat. Oh, also wenn ich das so höre, wir hören Vanessa immer nur schlecht über Sandra reden. Es geht wirklich seit 8 Folgen so immer, was ist, also das Problem von Vanessa und Sandra ist bekannt, aber die haben es halt auch schon 3-mal eigentlich ausgesprochen. Lasst es doch einfach mal gut sein. Also ich finde da Vanessa ganz, also Vanessa tut sich, finde ich persönlich, aktuell keinen Gefallen mit diesem Format. Und ja, weiß ich nicht, also seit gestern interessiert sie auf einmal ganz viel von allen. Natürlich wundere ich mich jetzt, okay, ist das jetzt, weil sie nach 3 Wochen endlich warm geworden ist? Oder ist das jetzt, weil es der Endspurt ist, ne? Also wäre eigentlich schön, wenn es ehrlich gemeint ist, aber irgendwie traue ich da nicht so. Ja, das ist mir so komisch, weißt du, 3 Wochen hat man sich gar nicht füreinander interessiert. Man hat es immer versucht, auf einmal. Also ich weiß genau, wie dieses Gespräch zustande gekommen ist. Produktionsleiter A sagt zu Produktionsleiter B, so, wir brauchen jetzt mal noch ein bisschen Content für Folge 8, wir kriegen die nicht so ganz voll. Naja, dann schickt doch 2 Queens aufs Dach und lasst sie dort oben einmal kurz über die anderen Kandidaten sprechen. Dann heißt es Vanessa und Patricia einmal kurz aufs Dach und äußert euch mal bitte ganz kurz über die anderen Teilnehmer. Bumm. So wird es gewesen sein. Ich denke mir so, hä?
sitzt in der Runde, trinkt auf einmal doch einen mit oder so. Jeder will natürlich gewinnen und irgendwann hat jeder den Ehrgeiz, dass er sagt, ich will das. Es kann es ja nur eine gewinnen. Ja, klar. So ist es. Das ist ganz spannend, ja. Ja, und wieder nochmal 2 Minuten vollgekriegt. Okay, das war noch eine kleine Auseinandersetzung über Vanessa, beziehungsweise Vanessa Patrizia über Sandra. Jetzt gibt es noch zum Schluss ein Spiel, wo es noch einmal ein bisschen um Geld ging. Das Spiel war insofern eigentlich relativ hart. Man hat gesehen, dass die Damen an ihre Grenzen kamen, denn es war sehr warm. Sie mussten ja Buchstaben im Sand ausbuddeln. Das eigentliche Problem aber war die gemeine Frage von Philipp direkt am Anfang, nämlich die sollten sich selbst sortieren in die schlauste und die dunkelste Kerze auf der Torte. So hat er es formuliert und da waren natürlich jetzt schon Diskussionen vorgesorgt, wer jetzt hier die schlauste und wer die dümmste ist. Und da gucken wir mal rein. Los geht, müssen wir natürlich erstmal eine Spielreihenfolge festlegen. Oh nein. Und die legt hier so fest. Ihr werdet jetzt untereinander entscheiden, wer von euch ist die Klügste und wer ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Also die Dümmste. Naja, Julina, das hast du jetzt gesagt. Ich frag nur. Ich muss wirklich sagen, ich bin echt nicht blöd, ne? Aber ich bin auch nicht die Schlauste aus dem Team. Würde ich auch sagen. Okay, ja. Fertig. Oh, das ging ja bei den Kindern hier rein, okay. Ja, super schnell. Ja. Okay. Wer möchte anfangen? Soll ich anfangen? Nach hinten. Willst du anfangen? Mhm. Nur fürs Image, okay. Hey, das habe ich jetzt nicht gesagt. Willst du es? Brauchst du es? Dann geh. Nee, geh mal du vor. Es geht doch jetzt nicht, wer wirklich der Intelligenteste ist. Hallo, jetzt nicht anfangen. Nein, also was willst du jetzt? Ich habe mich nicht bewegt. Willst du auf die 1? Geh. Oh, bitte. Vanessa fing dann halt schon wieder an zu diskutieren, ob sie nicht lieber vorne ist, vor der Patrizia. Und Patrizia soll dann nach vorne. Und dann kommt wieder Vanessa, ja, soll ich nicht nach vorne? Boah, das ist jedes Mal so. Jedes Mal so. Ich glaube, die checkt das nicht. Theresia ist unser Big Brain. Man muss halt einfach dazu sagen, es sind halt genau diese Gemeinheiten hier bei Reality Greens, die das vielleicht auch so ein bisschen unterhaltsam machen. Aber letztendlich ist es klar, wer will sich da schon als die, also ich finde das alles peinlich, ja. Sich selbst als die Dümmste oder die Schlauste dahin zu stellen, das ist schon wirklich mies diesmal. Sie ist natürlich zuerst. Ich möchte mich ja nicht unter Wert verkaufen, aber ich bin schon das Köpfchen hier im Team. Jasmin ist auch schlau, sie ist natürlich zu Zweite. Und dann komme ich und dazu sage ich nichts. Green Geckos, wie habt ihr euch entschieden? Ja, ich natürlich. Gut, natürlich. Das heißt, du bist auf der 1, Vanessa. 2. Und Sandra, du sollst nicht die hellste Kerze hier sein. Das geht doch gar nicht darum. Das ist jetzt auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil wir kommen ja alle dran, denke ich mal. Und deswegen ist das schon. Ja, so viel erstmal dazu. Ich kann euch auch einen kleinen Ausschnitt zeigen von diesem Spiel, wie es denn dann wirklich war. Letztendlich war es in dem Spiel dann so, dass sie gebuddelt haben, Fragen beantworten mussten. Und hier hat Jolina nicht so die gute Figur gemacht bei dem Beantworten der Fragen, aber das waren zum Teil ja auch wirklich gemeine Fragen. Meister Ida. Und die Geckos holen auf. Noch ist alles offen. Wenn man da im Sand buddelt, ist schon mega anstrengend. Also meine Arme sind fast geplatzt. Mir tun die Knie weh von dem Sand. Die Augen brennen, der Staub. Es ist schon heftig. Wie lautet der 4. Buchstabe des griechischen Alphabets? Delta. Ist richtig. Oh, wie peinlich einfach. Passend zu ihrer richtigen Antwort findet Vanessa den 4. Buchstaben. Aber Theresia hat schon den 5. Es ist ein heißes Kopf-an-Kopf-Buddeln. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Scheiße! Von welchem Schriftsteller stammt dieses Zitat? Oh, komm. Nicht vorrufen. Das regt mich jetzt so. Wenn du es nicht weißt, regt es mich auf. Ja, und das ist wirklich unfair. Man drückt und überlegt. Das ist unfair. Also da hätte Philipp, finde ich, viel, viel schneller eingreifen müssen. Also Jasmin hat die Antwort eh nicht richtig genannt, aber trotzdem fand ich das auch echt unfair. Patrizia, du kannst ja gleich antworten, wenn Jasmin es nicht weiß. Ich weiß es, aber... Du musst die Antwort jetzt sofort bitte geben. In 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich weiß es, nein. Gut, Patrizia. Shakespeare. Ja, Shakespeare. Der Vorname? Chucky William. Ist richtig. Hier tun sich ja unerwartete Ja, und so müsst ihr euch das Spiel vorstellen. Im Endeffekt haben denn, ich weiß gerade gar nicht, wer gewonnen hat, sind 4.000 Euro, die nochmal gewonnen wurden. Genau, das Team Pink Piranha hat gewonnen mit Theresia. Die haben das Lösungswort Anaconda, glaube ich, gelöst. Ja, zum Schluss gab es eigentlich noch so einen kleinen Ausschnitt. Sie sind alle zusammen ins neue Haus gekommen, ja, und dort haben sie sich zusammengesetzt, ein bisschen was gegessen, ein bisschen nochmal den Abend Revue passieren lassen, denn in der nächsten Folge sehen wir dann das nächste Voting, wer rausfliegt und dann vermutlich auch geht's Richtung Finale.
Für mich war es total befreiend, an dieser Reise hier teilnehmen zu dürfen. Ich habe an mir erkannt, dass ich echt verdammt viel aushalte, dass ich wirklich in mir ruhen kann, obwohl man immer sagt, ich bin so laut, ich bin so temperamentvoll. Ja, die Seite habe ich auch. Aber so kommt man, glaube ich, weiter. Und das waren für mich die schönsten Schlussworte, die ich euch hier raussuchen konnte aus der Folge 8 von Reality Queens und Jasmin Herren mit den Schlussworten. Ja, also meine Einschätzung war heute ein bisschen strenger, ganz ehrlich, ich fand sie ein bisschen lückenfüllend, aber ich bin sehr gespannt auf das große Finale beziehungsweise auf die kommende Folge 9, die wir uns denn dann nächste Woche Donnerstag hier natürlich bei mir anschauen werden. Wenn ihr nichts von Reality Queens verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Ich verabschiede mich jetzt aber und freue mich, wenn wir uns wiedersehen heute um 11 Uhr und um 14 Uhr. Bis dann, macht es erstmal gut, tschüss.